Hallo ihr Lieben, letztes Mal haben wir uns diesen Teil des Gartens etwas genauer angeschaut und heute ist diese Seite dran. Hier ist so das Beet, wo die mehrjährigen Pflanzen reinkommen. Hier sind die Erdbeeren drin, hier waren bis vor kurzem noch die riesigen Physalis drin. Hier ist ein bisschen Meerrettich drin, aber auch noch ein paar kleine andere Pflänzchen. Bei den Erdbeerpflänzchen habe ich jetzt die ganzen Ableger mal verschnitten. Die kaputten Blätter, die werde ich demnächst noch abschneiden. Und dann ist ja erstmal wieder ja, gut durchgepflegt. Und hier daneben wachsen aber auch noch kleine Knoblauchpflänzchen. Hier hatte ich im letzten Jahr die Bulbillen gesteckt. Und die hatte ich scheinbar dann vergessen mit rauszuholen. Die wachsen jetzt einfach weiter. Mal sehen, ob die dann im Frühjahr ordentliche Knoblauchknollen ausbilden werden. Hier sieht man jetzt auch wieder, dass hier Meerrettich drin war. Da hatte ich vor einem Jahr die Fexa an die Erde gesteckt. Da hatten wir welche im Outdoor-Camp im Hochbeet. Die durften jetzt schon recht große Meerrettichwurzeln bilden. Hier davor seht ihr das Barbara-Kraut, die Winterkresse. Die habe ich auch an verschiedenen Ecken. Ist nochmal ein dankbares, ja, kresseartiges Kräutlein, was winterhart ist. Und hier sieht man auch schon, dass die erste Runde an Spinat, die ich ausgesät habe, hier schon aufgegangen ist. Hier steht noch jede Menge Schnittlauch und eine Zitronenmelisse, aber das, was hier gerade so wunderschön blüht, ist der Schnittknoblauch. Da kann man die Blätter einfach, ja, wie Schnittlauch benutzen, nur dass es eben nach Knoblauch schmeckt und der macht nicht so einen Mundgeruch. Ein sehr würziges Pflänzchen und auch hübsch in der Blüte. Das ist der Meerrettich nochmal von Nahm. Ein bisschen angeknabbert hier die Wurzel, aber ich glaube, da kann man sich dann irgendwann mal eine ordentliche, schöne Meerrettichwurzel hier frisch holen. Ich habe noch welche im Eisschrank. Da raspelt man dann einfach frisch was runter, wenn man frischen Meerrettich haben möchte. Ein kleiner Lorbeer versteckt sich hier hinten auch noch. Den hatte ich schon wieder vergessen, der war durch die Physalis völlig verdeckt. Ja, das ist der normale Gewürzlorbeer. Kann man frisch oder getrocknet die Lorbeerblätter benutzen zum Kochen. Daneben steht noch eine einzelne Heidelbeere. Die hat noch nicht viel abgeworfen, auch nicht gut getragen. Weiß nicht, ob das ein guter Standort hier für die ist. Ich glaube, die hat es hier etwas zu sonnig. Ist ja auch eher eine Waldpflanze. Verschiedene Basilikumarten hatte ich hier auch noch mit reingesetzt. Mal schauen, wie lange die nächsten Temperaturen hier noch gut mitmachen. Da ist aber auch schon gut geerntet und auf Vorrat was eingefroren. Daneben sind noch mal junge Petersilien gepflanzt. Denn die haben mit der Kälte bei Weitem nicht so ein Problem wie andere Kräuter und haben ja über den letzten Winter eigentlich das ganze Jahr gute Dienste geleistet. Unsere Komposte, die schon aufgefüllt sind, leisten uns gerade auch noch Dienste als Hochbeet. Da haben wir nochmal schön ein paar Salatköpfe reingesetzt, für die im Beet zwischendrin mal kein Platz mehr gewesen ist. Gerade der Radicchio macht sich hier gerade richtig, richtig breit. Das wären hoffentlich noch schöne Köpfe. Sind auch noch verschiedene Sommersalate mit dabei. Und hier hatten wir vor einigen Wochen nochmal frisch verschiedene Möhrenarten ausgesät. Solche, die nicht so ewig brauchen im Wachstum, die auch nicht so riesig werden. Aber da können wir uns im Herbst und Winter hier noch kleine schöne Möhren ernten. Die Kapuzinerkresse, die ich hier gesteckt hatte, war scheinbar rankende Kapuzinerkresse. Die erobert hier gerade die Benjeshecke und hat zum Teil schon mehrere Meter gemacht. Hier oben haben wir eine recht schattige Ecke unter diesen Koniferenbäumen, die hier weit vor uns waren. Wir versuchen, diese Ecke hier ein bisschen umzugestalten, haben ja schon viel freigeschnitten. Inzwischen wächst hier Hopfen. Ob der dieses Jahr noch blüht, weiß ich nicht, war vielleicht ein bisschen spät. Ich hoffe, dass der überwintert und nächstes Jahr wieder gut wächst. Hier steht das Lungenkraut, das ist auch ein Pflänzchen, das es gerne schattig mag. Hier sind noch Petersilienpflanzen und Postelein über. Die kann ich auch noch in den Beeten verteilen, wenn jetzt hier was geerntet wird. Hier stehen noch Jungpflanzen der Asia-Salate parat. Vorne der mit den dunklen gefiederten Blättern ist der Moutarde Rouge. Und daneben steht der Red Giant, der echt richtig groß werden kann und verdammt viel Schärfe hat in seinen Blättern. Das sind die sogenannten Blattsenfe. Das sind kohlartige, da sollte man auch ein bisschen aufpassen mit der Fruchtfolge. Aber über den Winter eine richtig gute Idee, wenn ihr noch was Ordentliches mit Geschmack ernten wollt und das als Ergänzung zum Feldsalat. Ja, das gibt Geschmack, Vitamine und Mineralstoffe in der kalten Jahreszeit.
In manchem Tomatenkübel sind jetzt auch schon die Wintersalate eingezogen. Das hier dürfte der Green in Snow sein. Den versuche ich das erste Mal. Und natürlich wieder ein bisschen Petersilie zwischendrin. Hier haben wir Petersilie und den Red Giant in Kombination. Und daneben, ja, die eine Roma-Tomate darf noch ausreifen. Und die kleine Chili, die Sweet Banana. Der Basilikum wird die nächsten Temperaturen, wenn es nachts so 5-6 Grad wird, auch nicht mehr so witzig finden. Aber den lasse ich jetzt einfach noch blühen für die paar Bienchen, die noch unterwegs sind. Hier wächst ein weiterer Asiasalat, das ist der Mizuna, auch so ein schöner scharfer Blattsenf. Die schmecken alle ein bisschen unterschiedlich, aber wie gesagt ordentlich kräftig. Ja, und das im Winter ernten zu können, finde ich richtig super. Die Kapuzinerkresse blüht ja jetzt auch noch überall ganz fleißig. Da sind natürlich auch Blüten und Blätter nicht nur dekorativ, sondern auch lecker und natürlich essbar. Am anderen Ende der Benjeshecke liegt noch so ein bisschen unser Vorratshaufen an Erde. Das ist gerade das Material, kompostiertes Häckselgut, womit wir die ganzen Kübel und Kisten dann auch auffüllen wollen. Weil unsere Komposte ja erst seit 2 Jahren hier die Chance haben, von uns angelegt worden zu sein. Das heißt, es wird das nächste Jahr das erste sein, wo wir da überhaupt Material rausholen können. Aber das ist für die große Fläche, die hier irgendwie Nährstoffe braucht, natürlich auch wenig. Ja, in der Hecke, die immer weiter gebaut wird, natürlich haben wir noch eine Brombeere gepflanzt. Die hat sich gerade ein bisschen von der Trockenheit erholt. Hier haben wir auch nicht groß gegossen. Da werde ich mal schauen, dass ich die vielleicht noch mal ein bisschen zurückschneide demnächst. Ja, und hoffe, dass die nächstes Jahr dann ordentlich Früchte liefert. Hier haben wir in der Hecke auch ein paar größere Holzstücke mit drin. Das ist gerade gut für die blau-schwarze Holzbiene, die wir ja gerne mal als Gast haben. Aber auch viele andere kleine Insekten haben so eine Chance, hier auch gut zu überwintern. Ja, ein bisschen Totholz im Garten ist für die Natur eine gute Idee. Hier in der Ecke wirkt es etwas wüst. Das ist auch gut so. Das ist auch Absicht so. Hier dazwischen erkennt man vielleicht noch den Beifuß, den Gewürzfenchel. Hier erwarte ich im Frühjahr aber auch ein Bärlauchland. Und hier waren auch die schönen Goldruten, die natürlich schon längst für Tee haltbar gemacht worden sind. Hier an unserer Mauer ist natürlich auch noch ein Insektenhotel angeschraubt. Manche Löcher sind hier auch schon versiegelt, das heißt, da sind Tierchen drin, die haben das hier ein bisschen zugekittet. Ja, und da können hier auch die kleinen Wespen, Hummeln, Bienen ein Winterquartier finden. Das diente gleichzeitig auch nochmal als schnelle Spalierlösung, als wir hier Tomaten noch über hatten. Eine steht noch, die anderen 3, die hier mit angebunden waren, ja, die sind schon durch und abgeerntet. Und die Fläche hier unten werden wir demnächst auch nochmal mit so einem Holzbalken oder Holzbrett ja so ein bisschen zu einem Hochbeet machen. Ähnlich wie hier drüben neben der Kiste. Ja, dass man ein bisschen eine Begrenzung hat, nochmal gut erdreich auffüllen kann. Denn hier unten drunter war mal eine Eibenhecke. Das heißt, das Erdreich ist nicht so richtig gut. Wenn wir da nochmal ein bisschen was oben drauf packen können, ja, ist das nur vorteilhaft für die nächsten Pflänzchen hier. Bis wir das auffüllen, können hier noch ein paar Salate wachsen. Die Brennnessel, ja, die darf stehen bleiben. Die landet regelmäßig mit im Tee. Daneben auch noch der gute Salbei. Ein bisschen versteckt auch noch vor einer weißen Beete. Die hat hier unten doch auch eine erstaunliche Knolle gebildet. Sehr schön. Hier ist nochmal der Stangensellerie. Der wächst auch richtig üppig. So viel kann ich gar nicht ernten, wie er dieses Jahr im Garten wächst. Eingefroren ist auch schon was. Ich werde noch ein bisschen was trocknen für Suppengrün. Ja, und dann weiß ich, dass ich nächstes Jahr etwas weniger Sellerie anpflanzen brauche. In der Kiste habe ich im vorletzten Video die weiße Beete und den Mangold noch rausgeerntet. Ja, und hier sind jetzt die Postellan eingezogen, wieder Asiasalate und eine Kapuzinerkresse hält sich ja noch wacker. Die lasse ich auch stehen, so lange wie sie möchte. Die letzten Chili- und Paprikapflänzchen lasse ich hier stehen. Schau mal, wie lange die durchhalten bei dem angekündigten Wetter. Die Blüten werden vermutlich keine Früchte mehr werden. Aber hier so ein bisschen das Experimentierfeld, das ich einfach mal in Ruhe lasse. Und daneben haben wir noch eine schöne Kiste, da ist wieder der Mangold drin. Der Rainbow Mix, ein schöner bunter. Und vorne die kleinen Pflänzchen, das sind rote Beete bzw. bunte Beete. Ich hoffe, dass die noch gut groß werden. Vielleicht nicht ganz so groß wie im Sommer, aber im Herbst und Winter freue ich mich über alles, was wir hier frisch an Mineralien und Geschmack aus der Erde ziehen können. Was wächst hier? Gartenkresse. Wenn die in Erde wächst und groß werden darf, ist die so gut wie Rucola, nur dass sie eben mit kühleren Temperaturen klarkommt.
Hier ist unser Rhabarberfeld gewesen. Das war eigentlich schon mal alles so abgestorben und vertrocknet. Das Pflänzchen hier vorne ist neu. Das ist mir gelungen, aus Samen nachzuziehen, um hier mal wieder Verjüngung reinzubringen. Ansonsten habe ich den Eindruck, die sind hier nochmal neu ausgetrieben, die Rhabarberpflanzen. Die lasse ich aber jetzt auch in Ruhe für diese Saison. Ja, in der Mauer sieht es auch naturnah aus. Hier kann man den Liebstöckel erkennen. Das Maggikraut ist mir eins meiner Lieblingsgewürzpflanzen in der Küche. Und daneben beginnt das Minze- und Zitronenmelissefeld zwischen den Bärensträuchern. Aber die sind für dieses Jahr durch. Zumindest bis auf die Himbeere. Die trägt nach wie vor rote Früchte. Da haben wir gestern erst durchgeerntet, aber hier hängen auch noch welche, die scheinbar noch reifen. Und die ist auch sehr, sehr wuchsfreudig. Die haben wir auch erst frisch gepflanzt. Aber alleine aus dem einen Trieb hier wachsen schon wieder ganz viele nach oben weg. Ich glaube, da müssen wir demnächst mal so ein bisschen im Zaum halten und auch verschneiden, die kleine Himbeere. Hier blüht auch wieder der Schnittknoblauch. In der Kiste hatten wir im selben Moment wie oben auch nochmal die kleinen Möhrensorten ausgesät. Die kriegt hier ein bisschen mehr Sonne. Ja, und wenn die Möhren rauskommen, kommt hier auch wieder der Glasdeckel drauf. Da haben wir gleich einen Schneeschutz noch für ein paar Winterkulturen. Und im Frühjahr ist das dann unser Frühbeet. Das ist mein kleines Steinkräuterbeet. Hier hinten das große Pflänzchen direkt am Zaun. Das ist der Gewürzfenchel. Wenn die Blüten dann zusammen geworden sind, sammle ich die ein und dann habe ich meinen eigenen Fencheltee. Hier wächst auch die Nachtkerze. Das hat sie selber beschlossen. Die habe ich hier nicht angesät oder angepflanzt. Die kam mir quasi wild. Eine wunderbare Pflanze. Die ist nicht nur dekorativ, die ist auch essbar in allen Teilen. Man kann die Samen von ihr verwenden, die Wurzel, die Blüten, die Blätter. Ein ganz interessantes Pflänzchen, die Nachtkerze. Wenn ich den Gewürzfenchel hier mal anhebe, entdecken wir auch hier nochmal einen Gewürzlorbeer. Also den für die Küche. Ein wunderschönes Thymianfeld, das ist auch ein Pflänzchen, das man über den ganzen Winter mit beernten kann. Und gerade da braucht man die Wirkweisen des Thymian auch am dringendsten. Und hier oben wächst auch die Gundelrebe. Das ist auch ein Pflänzchen, wo es definitiv mal ein eigenes Video dazu gibt. Hier steht auch noch in Blüte die Zitronenmelisse und direkt daneben ist ein großes Feld vom Oregano. Und auch hier darf die Ringelblume natürlich wieder nicht fehlen. Das ist so ein schönes, ja, und nützliches Pflänzchen, die Ringelblume. Das hier ist die Weinraute. Die habe ich von der Nachbarin Gudrun bekommen. Ich weiß, dass die Weinraute auch, ja, Anwendungsmöglichkeiten hat. Aber da muss ich mich erstmal noch schlau machen über das Pflänzchen. Wenn ihr Erfahrung habt, was die Weinraute kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, in diese Kiste hatten wir reingeschaut. In dem Video, wo ich die drei krassen Spinnenarten im Garten entdeckt habe. Und im letzten Video haben wir geschaut, was an Aussaat und Ernte im Herbst bei mir so ansteht. Euch wünsche ich einen schönen Tag, genießt die Zeit im Grün und hoffentlich habt ihr auch noch ein bisschen Sonnenschein. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben, und tschüss!